Brother Eye, übertrage auf der alten Justice League-Frequenz. Übertragung. Wir sind wieder online. Wir haben eine Stunde, um die Zivilisten zu evakuieren, bevor wir Brainiac und die Flotte angreifen. Wo sollen wir anfangen? Diana, wir haben nicht viel Zeit. Batmans Strategie ist total falsch. Den Angriff zu verzögern ist sinnlos. Es bleibt weniger als eine Stunde, bevor Brainiac uns zu Hades schickt. Die Rettung dieser Leute kann Milliarden Leben kosten. Ich kann die Menschen dort unten hören. Jeden Einzelnen. Sie haben Angst, wie ich auf Krypton, als ich diese Kräfte noch nicht hatte. Und ich sehe uns an und denke mir, wir können ihnen Hoffnung geben. Fürchten Sie uns so? Minerva. Willkommen zurück, Diana. Herz ist kalt, Wonder Woman. Legen wir dich auf Eis. Echt nettes Manöver. Hast du deinen Kodex aufgegeben? Oder wieso arbeitest du mit Grodd? Du bist auch nicht besser, Amazone. Du hast Golden Glider exekutiert. Sie war meine Schwester. Eine Schwester, die du zur Verbrecherin gemacht hast. Sie musste für deine Fehler bezahlen. Ja, willkommen beim 8. Akt von den Justice 2 Story Mode. Und wie ihr seht, wir sind Wonder Woman. Der bisher in dieser Geschichtsstory der unsympathischste Charakter. Ich hoffe, das bleibt auch nicht so. Ist das hier irgendwie noch so eine 360 Grad? Boah, Captain Cold, bleib mal ruhig hier. Ich bin hier gerade am Erzählen. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Wonder Woman, genau. Aber bisher hat sie sich nicht wirklich gut gemacht in diesem Story-Mode und auch nicht wirklich gut präsentiert. Ach, komm, komm. Naja, auf jeden Fall haben wir schon mal so einen leichteren Gegner, sag ich mal, am Anfang erwischt. Captain Cold. Auch wenn es jetzt hier nicht so gerade danach aussieht. Aber ich glaube, den sollten wir hinkriegen zu besiegen. Oh ja, ein Eiswagen. Auch wenn ich es ein bisschen gefeiert habe, dass sie am Anfang da so richtig von... oh nein, komm. Oh, verdammt. Ja, komm, gib's hier. Ordentlich. Schon sehr geiler Supermove von Captain Cold. Aber als Mr. Freeze hat es mir viel besser gefallen. Jetzt müssen wir ihm aber ordentlich mal auf die Fresse geben, sonst war's das für uns. Na komm.
Das hat zwar ein bisschen Schaden gemacht, aber so cool sah das jetzt nicht aus im Vergleich zu Captain Cold. Na komm. Ja genau, wenn man dann... Nein. Okay. Nächster Versuch. Diesmal ohne Rumgehampel. Eine Schwester, die du zur Verbrecherin gemacht hast. Sie musste für deine Fehler bezahlen. Welche Fehler? Also, Goldglider war doch schon eigentlich relativ cool. Also, quasi Captain Cold. Nur, dass sie anstatt Eis hat sie alles in Gold verwandelt. Ist eigentlich auch schon sehr nice. Also, ich wüsste schon, was ich damit anfangen könnte mit so einer Goldwaffe. Bam. Los, Captain Cold. Sag mal, was du nicht kannst. Oh Gott. Aphrodites Fluch. Ja, eine Amazone, die an griechische Götter glaubt. Sehr gut. Das Treffer. Sind ja auch schon die 9 DLC-Kämpfer da. Also 2 davon jedenfalls. Von den angekündigten. Red Hood. Und, wer war der andere? Ach nee, das ist ja nur Red Hood da. Ha! Mein herzliches Beileid. Eobard Thorn, nicht wahr? Barry sagte, du wärst eine Art Zeitreisende. Ja, und lass mich dir von der Zukunft erzählen. Du denkst, du wärst unsterblich? Aber in meiner Zeit, Diana, bist du ziemlich tot. Ja, dann willkommen im zweiten Kampf. Gegen den Reverse Flash. Meiner Meinung nach eine der geilsten Skins für Flash, die man in diesem Spiel haben kann. Auch wenn der Retro oder der allererste Flash auch eigentlich sehr nice aussieht, ist dieser hier doch irgendwie schon wieder was Besonderes. Nicht so Standard wie Flash. Oh, und ziemlich nervig gerade. Mal sehen, wie sich das jetzt hier so ein bisschen... Nein, springt. Okay, Verschwendung vom Superangriff. Deine Technik ist fehlerhaft. Warte, nur dasselbe hier. Na komm. Wonder Woman hat heute nicht alle Tage Zeit. Lasso! Also jeder Sterbliche wäre eigentlich schon längst tot bei diesem Move. Los, Reverse Flash, nimm Bier! Mehr Bier! Das? Hoffentlich nicht. Obwohl, es sieht sehr schlecht aus. Okay, das schreit nach der zweiten Runde. Ja. Dann halt ein neuer Versuch. Bist du ziemlich tot. Und wie sogar? Haben wir ja eindeutig voll den gezeigt bekommen von Flash. Ah ne, Reverse Flash. Ja, nicht so viel eigentlich, ne? Irgendein Flash. Ja.
hier auf. Warum rennt der immer weg hier? Kann ja wohl nicht wahr sein. Geht doch. Deine Technik ist fehlerhaft. Ach, wir können das Stadion nicht verlassen, aber gut. Nehmen wir das. Gib auf. Bereit für einen Frontalzusammenstoß? Hochmut kommt vor dem Fall. Das hat weh. Aber er musste das halt machen, ne? Sonst hätte er weniger Chancen. Da kommt Wonder Woman. Ah, geht doch. Ein Orakel bist du eher nicht. Diana, du bist in Sicherheit. Bra, sei Dank. Wir müssen Kara finden. Sie ist... Werden wir. Clark. Wir haben keine Zeit für... Bitte, ich hab dich vermisst. Wir können sie schlagen, Carl. Brainiac, Batman. Beide werden heute fallen. Dann herrschen wir. Seite an Seite. Gleichberechtigt. Als Paar. Ich kam zu dir, als Lois starb. Du hast mich ausgenutzt. Meine Trauer manipuliert. Mich in jemanden verwandelt, der ich nicht sein sollte. Das ist nicht wahr. Meine Liebe machte dich stärker. Ist es das, was du dir vormachst? Das hat Superman mir erzählt, Scarecrow. Du hast keine Angst vor Superman, sondern dass du ihn verdorben hast. Tapfere Heldin, deine Angst ist es, als Bösewicht der Geschichte zu enden. Zu hart ist mit deinem Psychospielchen. Klassische Aggressionsverschiebung. Wir sollten deine Therapie fortsetzen. Ja, wir kommen zum dritten Kampf und wie wir gerade in der kleinen Zwischenszene erkannt haben, sehr interessanter Verlauf. Und besteht ja auch so ein bisschen meine Vermutung, dass sie eigentlich schuld dran ist, dass Superman so geworden ist und so zum Hassfeind von allen wird. Eigentlich möchte ich jetzt eigentlich nur verlieren, damit Scarecrow im Wonder Woman ausschaltet. So eine blöde Kuh. Aber nein, wir müssen ja gewinnen. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht mit der Geschichte. Für Scarecrow gewinnen lassen. Mann. Jetzt eigentlich verdient. Mal gucken, was es auf der Karte gibt. Hotdog. Fishplate. Und ein Special für 6 Dollar. Was haltet ihr denn jetzt momentan von der Entwicklung der Geschichte, von dem, was über Wonder Woman gerade rausgekommen ist? Schreibt es doch mal in die Kommentare oder bei Facebook am besten. Wonder Woman, die Verräterin des Universums. Sie ist schuld an tausenden Toten durch Superman. Die Therapiesitzung ist vorbei. Frau aus Stadt.
Stahl. Du bist ein wirklich seltener Fund. Kein Wunder, dass Brainiac dich will. Tot oder lebendig. Kryptonier sind anfällig für Magie. Und diese Klauen sind scharf. Fast wie Magie. Halte durch, Kara. Die Götter werden uns schützen. Minerva, ich bin überrascht, dass jemand so will, dass immer noch Grodds Befehlen folgt. Nein, Prinzessin. Ich habe mich Grodd nur angeschlossen, um meine Beute anzulocken. Dich. Vergebliche Mühe. Wie damals, als du die Macht eines Gottes suchtest und einen Fluch fandst. Es war eher ein Geschenk. Ich bin stärker, schneller und durstig. So, durstig. Nach Amazonenblut. Ja, willkommen zum letzten Kampf des 8. Aktes. Und irgendwie war das gerade eine Freude, dass Wonder Woman einen aufs Gesicht gekriegt hat. Klingt komisch, wir sind ja Wonder Woman, aber ist sie so unsympathisch geworden in dieser Geschichte? Das ist schon fast hier Wohltat zu verlieren. Aber naja, wir kämpfen gegen Cheetah, die Erzfeindin Wonder Womans. Auch sehr interessant, dass sie Kryptonia verletzen kann mit ihren Krallen. Diese Begründung mit scharf wie fast wie Magie ist schon ein bisschen, naja, weit hergeholt. Das würde ja auch im Endeffekt bedeuten, dass Shazam Superman bekämpfen könnte. Der ja auch Magie nutzt. Bete zur Göttin der Jagd. Oder Aquaman mit seinem Dreizack. Der müsste ja auch magisch sein, soweit ich mich richtig erinnere. Und ich hatte mal Mitleid mit dir. Und soweit ich weiß, sind in Injustice 1 nämlich beide sehr nutzlos gegen Superman. Ich glaube, DC dreht sich manche Sachen so hin, wie sie es haben wollen, damit sie die Geschichte flüssig halten können. Was denkt ihr darüber? Ist diese Theorie wahr oder nicht? Na komm. Ja, und das war der Kampf. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns im nächsten Akt. Dein Fluch kann niemals aufgehoben werden. Das ist der Frieden, den du verdienst. Alles in Ordnung, Blondie? Warte kurz. Das reicht jetzt, Wunderbrot. Das geht dich nichts an, Clown. Du hast Bets gehört. Kein Töten. Du belehrst mich? Wie viel Blut geht auf dein Konto, Quinn? Oh, ganze Eimer voll Liebes. Ich habe versucht, den falschen Kerl zu beeindrucken. Fast so wie du bei Superman. Du verlierst zu viel Blut. Das wird jetzt wehtun. Mächtig. Juckt mich gar nicht.